Hi meine Lieben, ich bin Anja und heute geht es um das Thema Neujahrsvorsätze. Ja, das neue Jahr steht vor der Tür. Wie viele von euch haben sich auch dieses Jahr wieder einige Vorsätze genommen? Und wie lange werdet ihr sie dieses Jahr einhalten? Anfangs klappt es, vielleicht ein paar Tage, vielleicht eine Woche, vielleicht sogar ein paar Monate. Aber dann irgendwann, Mitte des Jahres oder auch schon vorher, schafft das Ganze irgendwie immer wieder und ihr regt euch auf, ihr seid enttäuscht auf euch selbst und schmeißt das Ganze einfach hin. Bis das nächste Jahr wieder kommt und ihr euch vielleicht nochmal dasselbe zum Vorsatz macht. Ja, ich habe vorhin so ein bisschen durch YouTube gestöbert und ich habe einige Videos zu diesem Thema gefunden, Neujahrsvorsätze. Und ich habe so viele verschiedene Vorsätze gehört, aber immer wieder ein und derselbe. Und zwar das Thema Abnehmen. Ich muss abnehmen, ich muss trainieren, ich muss Diät machen, ich muss fit sein. Gell, Schatzi? Auch du musst gleich fit sein. Du bist immer noch ein bisschen humpeln. Müsi. Und ja, meine Meinung zu all diesen Vorsätzen ist, ich finde, es braucht kein Neujahrsbeginn, um sich Vorsätze zu nehmen. Wenn einem etwas wirklich wichtig ist, kann man eigentlich jeden Tag, jetzt gleich, wann auch immer im Jahr, etwas daran ändern. Ich persönlich halte nicht wahnsinnig viel von Neujahrsvorsätzen, weil ich finde, worauf warten, wenn es etwas gibt, was du ändern willst. Aber natürlich kann so ein Neujahrsbeginn einen guten Motivationsschub sein, so ein guter Ansporn, ein guter Tritt in den Hintern sein, sage ich jetzt mal, was es halt manchmal einfach braucht, was wir alle manchmal brauchen, wenn wir etwas ändern wollen. Ich finde es aber ganz wichtig, wenn du tatsächlich etwas ändern willst, stelle sicher, dass das auch nur Dinge sind, die du ändern willst. Und nicht Dinge, die du meinst, du müsstest sie ändern, weil vielleicht andere das jetzt auch ändern oder weil man es von dir erwarten könnte oder weil es ja heißt, man müsse Sport machen, man müsse abnehmen. Nimm dir diese Sachen, wenn es diese Dinge sind, nur zum Vorsatz, wenn du das wirklich willst und du auch deinen Nutzen darin siehst. Wenn es dir eigentlich gut geht, so wie du bist, wie solltest du was ändern? Also nimm dir nur die Vorsätze, die auch wirklich dir persönlich wichtig sind. Ich möchte nochmal ein bisschen spezifischer auf diesen Jahresvorsatz Nummer 1 eingehen. Thema Abnehmen, Thema mehr trainieren, Thema Figur verändern. Ja, stell dir mal die Frage, bist du denn wirklich ein besseren Menschen, wenn du jetzt noch diese paar Kilos abnimmst? Was wird sich dann an deinem Leben ändern? Fallen dir Dinge ein? Sind es vielleicht wirklich so viele Kilos, dass du sagen müsstest, du wärst dann gesundheitlich absolut, also du wärst absolut gesünder, du gingest einfacher durch den Alltag, deine, ich weiß nicht, Krankheiten wie zum Beispiel, ich weiß auch nicht, Bluthochdruck oder solche Sachen würden sich vermutlich verbessern, dann logisch macht es absolut Sinn. Aber meistens ist es ja so, dass wir alle dieses Luxusproblem haben und einfach die Rede ist von irgendwie 1, 2, vielleicht 3 Kilo, die wir abnehmen wollen. Und du, wenn du das wirklich willst, go for it, dann mach das, aber ja, mach es wirklich nur, wenn du es willst und frag dich vielleicht einfach, was wird sich dadurch an deinem Leben verbessern? Weil oft denken wir nicht weit genug, weil, weißt du, durch dieses Figur verbessern wirst du dich als Wesen nicht verbessern. Du bist immer noch genau gleich gut, du bist immer noch, oder auch das Gegenteil, gleich schlecht, wie auch immer du es betrachten willst, positiv denken, du bist immer noch genau gleich gut. Du bist immer noch genau gleich viel wert. Dein Wesen ändert sich nicht, nur weil sich jetzt optisch was an dir geändert hat. Ja, wieso solltest du einmal mehr dir denselben Vorsatz nehmen? Dieses Jahr nehme ich ab. Hast du doch vermutlich die anderen Jahre auch schon gemacht und bist wieder gescheitert. Und nochmal gescheitert und nochmal. Vielleicht, bevor du ein weiteres Mal daran scheiterst und dich nur wieder darüber aufregst, solltest du vielleicht mal deine Sichtweise ändern und die ganze Sache ein bisschen anders angehen. Wie wäre es, wenn du dieses Jahr ohne Diät ins neue Jahr startest, aber trotzdem abnimmst? Ohne Kalorien zählen, ohne Druck, ohne Stress, ohne verbotene Lebensmittel. Wie wäre es, wenn du einfach versuchst, dich darauf zu konzentrieren, dass du lernst, zu dir selbst zu finden und auf deinen Körper zu hören? Und zwar so gut auf deinen Körper hören zu können, dass intuitiv Essen funktioniert. Dein Körper kann nämlich so viel mehr, als du denkst.
Dein Körper sagt dir ganz genau, was er braucht und was er nicht braucht. Und wenn du so krasse Heißhungerattacken auf Süßes die ganze Zeit hast, dann musst du dich fragen, kann es vielleicht sein, dass es daran liegt, dass ich die letzten Tage, Wochen, Monate kein einziges Gramm Kohlenhydrat gegessen habe, weil ich ja Diät machen wollte. Weil dann kommt nämlich dieser Jojo-Effekt, dann kommen irgendwann diese Cravings vom Körper. Und wenn du aber in die Balance kommst, wirst du und vielleicht versuchst gar nicht mehr Essen zu so einem Riesenthema zu machen, wird sich das Ganze von selbst einpendeln und regulieren. So war es auf jeden Fall bei mir. Ich persönlich bin aktuell so schlank, so fit, so gesund, wie ich es noch nie zuvor war. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich meiner Ansicht nach fast gar nichts dafür mache. Es ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ich würde sagen, für mich ist das, was ich dafür tue, kein Müssen mehr, weil ich das Ganze von einer komplett anderen Sichtweise betrachte. Ich ernähre mich natürlich gesund, ich ernähre mich ausgewogen, ich ernähre mich pflanzlich, das wissen einige schon mittlerweile. Aber für mich ist es nicht mehr so ein ständiges an Essen denken, was darf ich jetzt noch essen, was muss ich jetzt noch essen, was darf ich jetzt nicht mehr essen. Ich habe einfach losgelassen von dem ganzen Stress und Druck und ernähre mich intuitiv. Und es funktioniert. Genauso mit dem Sport. Ich habe keinen fixen, strikten Trainingsplan mehr, der mir sagt, ich muss von dieser Übung so viel Wiederholungen machen, von der so viel, diese Übung jetzt nicht. Stattdessen muss ich jetzt die machen. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Und meistens ist das Tanzen oder Yoga oder draußen an der frischen Luft was bewegen. Ich hatte in letzter Zeit absolut keine Lust mehr ins Fitnessstudio zu gehen, also bin ich nicht hingegangen. Und manchmal habe ich auch Lust auf gar nichts. Auch jetzt habe ich seit irgendwie gut 10 Tagen gar nichts gemacht. Langsam packt es mich jetzt wieder so ein bisschen. Und ich habe übermorgen abgemacht, dass ich mal wieder ins Fitnessstudio gehe. Darauf freue ich mich riesig. Aber ja, so lebe ich, so trainiere ich, so esse ich. Intuitiv. Und ich bin gesünder denn je. Ich finde, ich sehe besser aus denn je. Und vor allem, ich bin glücklicher denn je. Schlussendlich kann ich dir aber nicht sagen, welche Ernährungsform oder welche Sportarten die richtigen für dich sind. Das musst du als eigenes Individuum für dich selbst rausfinden und dir dafür auch ein bisschen Zeit geben. Und das Wichtigste ist, dass du mal den ganzen Druck und Stress ablässt. Ich persönlich würde dir raten, keine Diät zu machen, in der du nur Kalorien zählst und Essen abwiegst. Ich persönlich würde dir einfach raten, gesund und ausgewogen zu essen. Und ausgewogen bedeutet eben, da liegt mal ein Teller Pasta mit fettiger Soße drin, da liegt mal eine leckere Pizza drin oder ein Eis oder Schokolade drin. Das liegt auch bei mir drin. Aber genauso sind eben auch die gesunden Sachen einen festen Bestandteil in deiner Ernährung, dass sich das Ganze schlussendlich ausgleicht. Und weißt du, gesund kann genau so lecker sein wie all diese ungesunden Sachen, die du so gerne isst. Gesund kann genauso lecker sein. Vielleicht aber brauchst du dazu nur ein bisschen Ideen. Und deswegen rate ich persönlich dir, wenn du meinen Rat annehmen möchtest, starte nicht mit einer weiteren Diät ins neue Jahr, sondern befasse dich mal ein bisschen mit gesunder Ernährung, was es überhaupt alles für Lebensmittel gibt, was es überhaupt alles für Gerichte gibt. Und da ist mir völlig klar, da brauchen natürlich die meisten noch ein bisschen Ideen. Und da habe ich einen kleinen Tipp für dich, wenn es um Ideen in der Küche geht. Und zwar ist es dieses Kochbuch hier. Das heißt Basenüberschüssig kochen und es ist vegan. Gesund, kreativ und köstlich. Das einfach so als Input, falls der ein oder andere Zuschauer noch Ideen braucht in der Küche, was unglaublich lecker und gleichzeitig eben auch gesund ist. Was unglaublich lecker und ungesund ist, wissen ja die meisten. Aber sowas kann ich dir wirklich ans Herz legen. Das hier sind über 100 Seiten. Ich verlinke dieses Buch in der Infobox. Ich finde, es ist extrem schön aufgebaut. Und das liefert einem wirklich gute Ideen, die einem das gesund Essen und eben auch lecker gesund Essen extrem einfach machen können. Es hat hier verschiedenste Menüs drin, einfachere und auch schnellere. Hier bei den einfachen ist zum Beispiel Kartoffelschnitzel drin, orientalisches Pilzragout, Dinkelpapadelle, grünes Thai-Curry, Penne an pikanter Tomatensoße, Kichererbsen-Linsen-Curry, Spinat-Pancakes, Linsen-Safran-Eintopf. Also extrem viele Ideen. Gefüllte Auberginen,
Mangold-Waldpilz-Päckchen. Also hier hast du wirklich einiges an Ideen drin, die extrem gesund und genauso lecker sind. Ja, und an der Stelle wünsche ich dir alles Liebe für 2019. Ich wünsche dir ein gutes neues Jahr mit viel Positivem, viel Geduld, viel Selbstliebe, Zufriedenheit und vor allem sei glücklich, nicht perfekt.